Leute, heute möchte ich euch den Kamera Craft Mod vorstellen. Und das ist eigentlich ein ziemlich geiler Mod, finde ich. Und als erstes zeige ich euch mal das Crafting. Gleich zeige ich euch noch, was man damit machen kann. Als erstes craften wir uns mal die Kamera. Dafür brauchen wir Eisen und Redstone und Glas. So, jetzt brauchen wir eine Crafting Bank. Und das Eisen tun wir einmal oben. Und unten und links ein hin. Und in die Mitte kommt der Redstone und rechts kommt ein Glasblock hin. Und jetzt kommt hier die Kamera raus. Die nehmen wir uns jetzt mal weg. Und als nächstes craften wir uns mal eine Batterie. Die craften wir uns, indem wir... Dafür brauchen wir noch so. Indem wir das Eisen oben wieder eine Reihe hinmachen und unten. In die Mitte ein Redstone-Repeater. Und rechts und links eine Redstone-Torch. Jetzt bekommen wir eine 1 Volt Batterie raus, genau. Die können wir noch auf 9 erhöhen, indem wir sie einfach reintun. Und jetzt hier noch Redstone hintun. Jetzt bekommen wir eine 3 Volt Batterie und tun sie hier hin. Jetzt bekommen wir eine 5 Volt Batterie, hier eine 7er und eine 9er. Höher geht's nicht, wie man hier sieht. Und ja. So, jetzt haben wir diese Batterien. Und ja, genau. Jetzt können wir, indem wir die Batterie, die Kamera in die Hand nehmen, so, und einen Rechtsklick machen, öffnet sich jetzt so ein kleines Fenster hier. Und hier sieht man jetzt so ein paar Sachen, die man, ach, ich habe vergessen, Entschuldigung. Ihr braucht natürlich noch hier Farbstoff und Papier. Und wenn wir jetzt einen Rechtsklick machen, müssen wir erstmal das Papier hier hin tun. Und ihr könnt entscheiden, wie groß das sein soll, ob das 4x4 groß sein soll, 3x3, 2x2 oder 1x1. Ich mache jetzt mal ein ganz großes, also tue ich überall ein Blatt Papier hin. So sieht das dann aus. Und jetzt müsst ihr noch Farbe dahin tun. Einmal hier die rote und die grüne. Und die braune habe ich falsch genommen. Da müsst ihr Lapis hin tun. So. Und einmal noch die Batterie hier hin. Jetzt, wenn ihr einen Rechtsklick macht, passiert nichts, dann öffnet sich das wieder, sondern ihr müsst, so, wenn ihr einmal P drückt, so, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, da macht es so ein kleines Fotogeräusch und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Hier könnt ihr dem Foto einen Namen geben, ich nenne es jetzt einfach mal, Minecraft, nein, Tylon Gameplay, so, und einfach Enter klicken, dann bekommt ihr also ein Bild in die Hand. Das könnt ihr mit einem Rechtsklick jetzt einfach angucken. So sieht das aus. Ist ein bisschen verpixelt, aber das kann man nicht ändern. Das liegt halt an Minecraft. Und wenn ihr jetzt einfach... Ihr könnt es jetzt einfach ganz einfach so an die Wand machen hier. So, zack. So sieht das dann aus. Ihr könnt dann auch so Fotos machen, dass es aussieht wie eine Geheimtür oder so. Ja. Genau. Ihr könnt halt noch die kleinen Fotos machen. Ich kann mal jetzt, schnell ein kleines machen. Hier ein 1x1 oder ich weiß gar nicht, das geht auch wahrscheinlich. Geht sowas? Teste ich jetzt einfach mal. Ich nehme hier eine Batterie. Übrigens bei 9 Volt Batterien könnt ihr 9 Fotos machen und bei 7 halt 7, 5, 5, 3, 3 und 1, 1. Und ihr müsst hier noch natürlich das genügend reintun von. Also immer halt, wenn ihr 9 Fotos machen wollt, müsst ihr auch da auch 9 Stück reintun. Ja, genau. Jetzt machen wir mal das da rein und machen P und nennen das Test 1 und hängen es mal an die Wand. Okay, es ist nur das 1x1 Foto geworden. Gut, ja. Das war jetzt der Mod in-game. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn euch der Mod jetzt gefällt und ihr den auch installieren wollt, dann solltet ihr gleich noch die Installation gucken. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Desktop. So, wir sind jetzt bei der Installation. Und ihr müsst natürlich erstmal die Dateien runterladen. Das könnt ihr machen, indem ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Und dann als erstes braucht ihr mal den Modloader. Ja, hier steht natürlich 1.0.
3.1. Aber ihr könnt auch die älteren Versionen holen, indem ihr hier auf Old Version klickt. Und dann müsst ihr den da downloaden. Dann braucht ihr noch den Kamera Craft Mod. Hier steht 1.2.5. Übrigens, ich zeige das für die 1.2.5. Genau. Nicht für die 1.2.3, weil der Mod ist noch nicht dafür geupdatet. Wir werden auch erstmal weiterhin zeigen Videos für 1.2.5 Mod Videos auf jeden Fall. Und sobald dann 1.3.1 Mods gibt, viele, dann werden wir die auch vorstellen. Und ja. So, ihr müsst jetzt erstmal hier runterladen. Ihr müsst hier einfach auf Download Kamera Craft Mod klicken. Und dann habt ihr das hier auch direkt gedownloadet. Dann können wir das schließen. Und jetzt haben wir hier immer den Modloader und den Kamera Craft 1.2. Also das jetzt, der Mod ist ein 1.2, deswegen steht da 1.2. So, jetzt müssen wir ins Ausführfenster. Da kommen wir hin mit Windows-Taste und R. Und geben da jetzt %AppData% ein. Und klicken dann OK. Jetzt sind wir im Rooming-Ordner. Und da müssen wir auf den .Minecraft-Ordner, auf den Bin-Ordner. Und hier ist eine Minecraft-Datei. Bei euch sieht die wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich sieht sie bei euch so aus. Aber das könnt ihr auch ganz einfach ändern, indem ihr auf Eigenschaften geht und dann hier auf Öffnen mit Ändern klickt und dann da einfach WinRAR auswählt. Dann sieht das so aus bei euch und dann könnt ihr das einfach mit einem Doppelklick öffnen. Und wenn jetzt hier noch ein großgeschriebener Meta-Info-Ordner drin ist, den müsst ihr auf jeden Fall löschen. Sonst könnte es sein, dass der Mod nicht funktioniert. Höchstwahrscheinlich ist es dann so. Und jetzt müsst ihr einmal den Modloader öffnen und hier alles markieren und einfach rüberziehen und OK klicken. So, jetzt können wir den Modloader schließen und die Minecraft Jar auch. Im Bin-Ordner gehen wir einen zurück und wenn ihr jetzt noch keinen Mods-Ordner habt, dann müsst ihr den einfach erstellen, indem ihr auf neuen Ordner MODS macht und Enter klickt. Bei mir zeigt ihr die Meldung jetzt, weil ich so einen Ordner schon habe. Dann öffnet ihr diesen Ordner und zieht einfach diesen Kamera-Craft, diese Kamera-Craft-Datei. Die müsst ihr einfach so da reinziehen. Ich mache es hier verschieben und ersetzen und dann habt ihr die da drin und schon ist der Mod fertig installiert. Und hier sind jetzt nochmal so die, also dieser Ordner bildet sich, wenn man den Mod installiert hat. Dann sind hier nochmal die ganzen Bilder, die man geschossen hat, drinne. Hier sind schön verpixelt und so. Und ja, das Programm spackt ja auch gerade ab, wie man hier sieht. Aber ja, ist jetzt egal. Ja, hier auch noch ein paar Bilder. Habe ich noch was getestet am Anfang. So. Und ja, hier sind halt eure ganzen Bilder halt drinne. Und ja, das war's dann mit diesem Mod. Ich hoffe, das kleine Mod-Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, macht doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann macht einen Daumen nach unten und sagt, dass wir besser machen können. Und wenn euch das Video richtig gut gefallen hat, könnt ihr uns ja abonnieren, damit ihr auch nichts mehr von uns verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!